Hallo ihr Lieben, die Hasen sind los und während wir im letzten Video dem großen Hasen so ein schönes Zuhause gegeben haben mit dem Kranz, geht es heute um die kleinen Hasen. Die sollen auch noch ein schönes Zuhause bekommen und österlich toll dekoriert werden. Aber das zeige ich euch jetzt gleich im Video. Bleibt dran! Vielen lieben Dank für eure Bestellungen von Hasen und von Buchskränzen vom letzten Video. Und ihr seht, wir produzieren weiter, um euch die schönen Kränze zu versenden. Ja, wir haben jetzt also hier diese hübschen kleinen Osterhasen. Und ich finde, ich mag ja kein Kitsch, ja, und ich finde aber, das ist jetzt was, die sind richtig hübsch von der Anmutung, aber es geht ja immer noch schöner, ja, und dieser kleine Hase, und ich versuche auch immer viele Dinge, die ich so kombiniere, die ich öfters zeige, einige von euch haben ja auch diese Seegraskörbe, und ich versuche, wie man mit den Dingen, die man hat, wieder schöne neue Dekos gestaltet. Und da ist mir heute für Ostern, ja, ich habe jetzt auch wirklich einige Ostervideos, da ist mir jetzt so eine schöne Idee gekommen, wie man den Korb und den Hasen toll dekorieren kann für die eigene Wohnung. Und ja, um den Hasen, so ist es natürlich nichts, weil dann wäre der Hase weg und ich will eigentlich nicht nur die Ohren sehen. Ja, und um diesen Hasen ein schönes Zuhause zu geben, fülle ich den Korb. Hier habe ich schon mal angefangen, ich hole aber nochmal dazu. Fülle ich diesen Korb mit Steckschaum. Ich nehme Trockensteckschaum. Ja, wir haben zwar auch Nasssteckschaum hier, aber Trockensteckschaum, sorry, der ist ein bisschen stabiler und ich brauche ihn ja eh nicht für Wasserversorgung, sondern ich brauche ihn ja wirklich nur, um meinen Hasen da rein draufzusetzen. Und manche haben gesagt, naja, es geht ja auch mit Folie oder mit was anderem. Ja, es geht sicher auch mit anderen Materialien, aber ich hätte gerne Stabilität und mit dem habe ich jetzt halt, man sieht es hier, einfach eine stabile Fläche, da kann ich auch nicht mal drauf klopfen, das senkt sich auch nicht an einer Seite ab, sondern der bleibt halt so stabil, wie er ist und ich finde, das ist immer was Solides und ich kann den ja immer wieder verwenden, das ist ja das Schöne und deswegen arbeite ich eigentlich lieber mit einem vernünftigen Material, das ich also immer wieder benutzen kann. Ja, und das, so, dann nehme ich Papier und decke diesen Steckschaum mit dem Papier ab. Knistert ein bisschen, deswegen rede ich dann nicht gleich, weil dann nehme ich euch den Ton weg. Und ist jetzt schon mal nicht schlecht, geht aber noch besser. Wie so oft ist ohne Moos nichts los, auch bei mir hier. Und ich brauche Moos und ich brauche dann auch noch ein bisschen, ja, ich hätte dann sowas wie so eine Kranzform. Ja? Das heißt also, entweder könnte man natürlich den Kranz, den ich im letzten Video gezeigt habe, den könnte man jetzt ja nochmal wickeln und könnte den Hasen auch in den Kranz setzen. Ja, das ist natürlich jetzt die edle Variante oder auch ein bisschen arbeitsreicher. Ich zeige jetzt aber heute eine Variante, die nochmal ein bisschen einfacher ist. Und zwar, jetzt brauche ich nochmal Papier und mache daraus so einen Ring. Drehe das Papier, dass es auch ein bisschen fester ist, ja, nicht nur einfach im Ring rumlegen, sondern gedreht. Also mein Ziel ist es, dass das Papier
wie so ein Kränzchen um den Hasen herumläuft. Ja, dass der, dass das so aussieht, als ob der in so einer kleinen Wiese sitzt. So, bis jetzt haben wir natürlich nur Papier. Jetzt nehme ich mal den Hasen raus, dann kann ich besser arbeiten. Und lege seine Sitzfläche mit Moos aus. Das ist natürlich auch ein tolles Moos, ja. Wir sagen immer, wenn Moos so schön ist, dann sagen wir immer, da könnte man eigentlich Klamotten damit nähen. Ja, und genau so hübsch ist das, weil das so toll am Stück ist. Wenn man so ein Moos verwendet, dann ist es ganz gut, wenn man einfach ab und zu den Wäschesprüher nimmt und das Moos einsprüht, ja, ein bisschen feucht macht. Da würde ich auch nicht den Korb einsprühen, weil dem Korb tut es nicht so gut. Aber ich würde dieses Moos dann ab und zu anfeuchten und dann bleibt es so schön knackig grün. Ja, selbst wenn Moos ein bisschen trocken geworden ist, dann wird es oft sogar wieder grün, wenn man es ansprüht. Und schön aufpassen auf die Hände. Ich kann leider berichten, dass Heißkleber ziemlich gemein ist, weil ich habe selber auch mir die Finger verbrannt mit Heißkleber und habe da jetzt auch noch so meine Brandwunden. Also auch bei uns bleibt es leider nicht aus. Das ist auch die Kolleginnen. Wir haben dann doch ab und zu unsere Blessuren. Aber die vergehen auch wieder. So, ich versuche, dass dieses Moos immer so hier schön aufsitzt am Korb und mache dann eigentlich so einen Ring um den Hasen rum. Das ist jetzt auch eine Arbeit, die mache ich jetzt, glaube ich, wir haben schon mehrfach diesen Hasen genau in diesem Mooskorb sitzend genau so verkauft und deswegen ist es jetzt nicht der erste Kranz und deswegen kann ich das jetzt auch so zügig machen, weil ich weiß natürlich schon ganz genau, wie das aussehen soll. Und dann sitzen die Handgriffe auch anders, weil ihr kennt das ja, wenn man was zum ersten Mal macht, dann kann man das nicht so schnell machen. Aber wenn man es dann zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal macht, dann geht das natürlich zack, zack. Und das ist ja auch gut so, weil das soll ja für euch auch zügig gehen und soll danach auch schön aussehen. Und ich weiß ja ganz genau, was ich erreichen will hier. Ich würde das Moos tatsächlich schon mit Heißkleber festkleben, weil ansonsten rutscht es natürlich immer rum. So, jetzt kommt unser Hase wieder ins Spiel. Den setzen wir mal da rein. Also optional könnte man jetzt noch, man kann natürlich immer noch ein bisschen an der B-Note arbeiten, aber sehr optional könnte man jetzt natürlich auch noch Frühlingsblüher einfach auf so ein Holzstäbchen spießen und theoretisch noch so drumrum setzen. Wäre jetzt eine nette Spielerei. Wenn die Frühlingsblüher hochkommen, dann sitzt der Hase quasi so in den Blüten drin. Ja, das ist eine Option, was man auch machen kann. Gibt noch eine andere Option. Gibt sehr schöne Kätzchen. Kätzchen habe ich vom Großhandel, die stehen unter Naturschutz. Und ich würde die in dem Fall teilen. So, ich tue mal die Mooskiste weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich würde die Kätzchen in dem Fall teilen. Und würde die Kätzchen, die würde ich jetzt also nicht festkleben, sondern die würde ich einfach nur so reinstecken und so ein bisschen mitlaufen lassen, dass die so hübsch dekorativ um den Hasen mit drumherum laufen. Aber da würde ich jetzt, oder man kann natürlich auch noch einzelne Kätzchen auf den Kranz kleben. Das ist, also da ist im Grunde genommen, das kann man jetzt handhaben, wie man will. Aber schön ist natürlich auch, dass man möglichst viele von den Kätzchen sieht, weil die sind ja wirklich herzallerliebst und sind ja auch das Sinnbild für Ostern. Und viel mehr würde ich eigentlich nicht machen, weil auch da, finde ich, ist weniger oft mehr. Und wenn der an der Eingangstür oder auf dem Terrassentisch oder drin auf dem Tisch, wenn dieser Hase dann so in seinem Moos sitzt, ist es schon so ein Anblick, der immer Freude bringt. Und Freude ist das, was wir im Moment sehr, sehr gut gebrauchen können.
Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auch, dass ihr bis zum Schluss dabei wart, weil es gibt ja immer ein paar Tricks und Kniffe und es lohnt sich ja auch immer dabei zu bleiben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn der Hase euch gefällt, der süße Hase. Wenn ich sag's noch mal so dazu, jetzt es kommt, ich versende die Hasen auch. Ja, das ist jetzt der Hase, der Kleine für 35 €, der Große für 48 € plus Porto. Ihr könnt gern fragen. E-Mail schreibe ich euch noch mal, rein. Und ich freue mich einfach, dass ihr bei dem Video dabei wart und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, alles Liebe!